Als nächstes werde ich eine einzelne Pflanze in eine Schale umtopfen. In diesem Fall ist es ein Hasenpfotenfarn, Davallia, aber es ist eine spezielle Form, Seca. Normalerweise die Hasenpfotenfarne, die man im Verkauf angeboten kriegt, die haben sehr lange Pfoten, die hier über den Rand rausgehen. Das ist eigentlich eine sehr interessante Form, bleibt sehr kompakt, kommt aus Japan. Wir werden jetzt mal schauen, was hier alles drin ist. Okay. Also hat nicht extrem viel Wurzel hier unten. Und hier oben sieht man auch, man hat das Sphagnummoos hier reingemacht und oben ebenfalls eine Moosschicht. Und hier unten ist Kanuma. Damit ich das nachher in diese Schale reinbringe, werde ich das ein bisschen einkürzen. So. Also das Wurzelwerk hier im unteren Bereich ist sehr, sehr locker. Hin. Ich werde hier also nicht allzu viel dran machen. Und ich verwende als Substrat hier Kanuma, eine leicht saure Erde. Und ich gebe hier auch nochmals Sphagnummoos dazu. Also die Schale ist eigentlich sehr einfach gehalten. Die dunkle Farbe gefällt mir eigentlich gut, auch im Kontrast zu diesen hellen Kristaten hier. Die Pflanze an sich ist sicher nicht derart wüchsig, dass sie jetzt unbedingt
eine weit geöffnete Form braucht. Andere Pflanzen, die sind darauf angewiesen, dass sich die Pflanze, dass sich die Schale eben oben wirklich weitet, so dass der Pflanzendruck die Möglichkeit hat, die ganze Pflanzung nach oben zu schieben. Mehr von dem Sphagnummus hier. Das Ganze noch ein bisschen klein schneiden. So. Und zum Schluss werde ich das jetzt auch noch abdecken mit lebendem Moos. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich dieses aufgesetzte Moos, bis das eingewachsen ist, und dann haben wir eine kompakte Moosschicht und der Hasenpfotenfarn kommt hier raus und wir haben einen schönen Kontrast mit diesen hellen Bereichen zum Moos. Samano ist eine japanische Kunstform, die für sich allein präsentiert werden kann, ohne dass da zum Beispiel noch ein weiteres Element dazukommen muss. Wie bei allen japanischen Kunstformen steht dahinter auch eine japanische Ästhetik, die sich zum Teil eben unterscheidet von unserer westlichen Ästhetik. Ein wichtiger Punkt ist beispielsweise Harmonie. Das können wir auch, ist vom Wort her eigentlich verständlich, nur wenn es darum geht, Harmonie umzusetzen, dann ist das ja nicht immer ganz so einfach. Bei Xamono heißt das, die Schale harmoniert mit der Pflanze zusammen. Das heißt, eine grazile Pflanze in einer entsprechend fein gearbeiteten Schale harmoniert.
Und wenn es mehrere Pflanzen sind in einer Schale, dann harmonieren auch die drei oder fünf verschiedenen Pflanzen untereinander. Ein anderes Konzept ist Einfachheit. Das kennen wir auch vom Sprichwort her, weniger ist mehr. Und das gilt auch für die Xamano-Welt. Wenn wir in der westlichen Welt einen Blumenstrauß kaufen, dann freuen wir uns, wenn es da Dutzende von Blüten dran hat, die ganze Blütenpracht voll rüberkommt. Bei Xamano genügt es, wenn man etwas nur andeutet. Eine Blüte oder drei Blüten, das genügt. Es braucht nicht einen ganzen Busch, eine ganze Menge von Blüten, um etwas anzuzeigen. An dieser Stelle kann der Mensch auch eingreifen. Es ist also durchaus erlaubt, wenn es zu viele Blüten hat, dass man eben die eine oder andere Blüte wegschneidet, so dass man das reduziert auf dieses einfache Element. Ein anderes Konzept, das für uns vielleicht ein bisschen schwieriger ist zu verstehen, das heißt Vergänglichkeit oder Flüchtigkeit. Am besten erkläre ich das am Beispiel von Ikebana. Da macht man mit Pflanzen, die man geschnitten hat, Blätter, die man abgeschnitten hat, ein Gesteck mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Können, und innerhalb von wenigen Tagen wird dieses Kunstwerk der Vergangenheit angehören. Es wird verwelken, es wird nicht mehr diese Schönheit ausstrahlen wie am ersten und am zweiten Tag. Das gehört aber in Japan dazu. Das ist auch ein Symbol des Lebens, der Dynamik. Es gibt die Geburt und es gibt am Schluss den Tod. Man sieht das auch sehr schön bei den Pflanzen, bei einem Farn zum Beispiel. Im Frühjahr rollt sich das Farnblatt langsam aus. Dann im Sommer ist das Blatt voll entfaltet. Im Herbst wird es braun, stirbt dann ab. Und im nächsten Frühling gibt es eine Wiedergeburt. Also das gehört zum Leben. Es gibt noch einen weiteren Begriff, den man immer wieder antrifft, sei es in der Bonsai-Welt, wie auch in der Xamano-Welt, und der heißt Mochikomi. Mochikomi sagt eigentlich aus, dass eine Pflanze über längere Zeit in einer Schale kultiviert worden ist. Das kann jetzt ein Bonsai sein, der eben schon 10 Jahre in der Schale steht, oder ein Xamano, der ebenfalls 10 Jahre in der Schale kultiviert worden ist. Und das, was wir dann sehen, das ist die Reife, das ist die Ausstrahlung, die darüber kommt. Und das ist auch das Ziel, das wir erreichen müssen. Man sieht sehr häufig bei Ausstellungen, dass die Beisteller eben nicht über längere Zeit präpariert worden sind, sondern unmittelbar vor der Ausstellung. Und diese Pflanzen, die haben eben diese Reife nicht, die zeigen kein Mochikomi. Und im Prinzip soll der Bonsai, wie auch der Beisteller, soll diese Reife ausstrahlen. Dann ist es perfekt. Jeder, der sich einem neuen Hobby zuwendet, der möchte natürlich möglichst viel darüber erfahren, möchte Neues dazulernen, möchte angeregt werden. Bei vielen Hobbys ist es relativ einfach, sich Literatur zu beschaffen, sei es in der Bonsai-Welt, da gibt es unzählige Publikationen, es gibt spezielle Zeitschriften, wo man sich informieren kann. Bei Xamano, weil das noch relativ neu in unsere Welt eingedrungen ist, ist der Zugang zu Informationen relativ schwierig. Und ich möchte hier einige Sachen vorstellen, die es gibt. Leider ist das meiste japanisch, und wir können das nicht lesen, aber die Bilder sind derart animierend, dass es eigentlich schon genügt, uns zu motivieren, selber Kreationen zu machen. Dieses Buch hier von Murata, Four Seasons of Bonsai, also 4 Jahreszeiten mit Bonsai, das war eigentlich das erste Buch, das ich entdeckt habe.
Morato hat eine wunderschöne Gärtnerei gehabt im Bonsaidorf Omia. Und er ist einerseits ein Wegbereiter für ein offene Welt von Bonsai. Er hat mit sehr vielen verschiedenen Baumsorten gearbeitet, die man sonst ganz selten sieht als Bonsai. Und er gilt auch als Wegbereiter des modernen Xamono. Im Buch drin hat es einerseits Bilder aus seiner Gärtnerei, Bonsais. Es hat aber auch hier zum Beispiel Xamono-Kompositionen, die ganz toll aussehen. Das war die erste Begegnung in einem Buchladen in Japan. Die zweite Begegnung war dann in diesem kleinen Garten von Fumiko Kato in Omiya. Sie hat sich eigentlich ausschließlich mit Xamono beschäftigt. Ihr Partner hat die Schalen dazu gemacht und das Buch selbst ist eine wahre Inspiration. Man braucht nicht zwangsläufig den Text lesen zu können. Die Bilder sprechen für sich. Sie hat mehrere Bücher gemacht, Bonsai Gardening 1 und hier Bonsai Gardening 2. Eine andere Japanerin ist Yamane. Sie macht ein bisschen einen anderen Stil. Sie arbeitet sehr oft mit Kompositionen. Fumiko arbeitet sehr oft mit einer Einzelpflanzung und überlässt es der Natur, was nachher mit dieser Einzelpflanze passiert. Es können sich andere Pflanzen versamen und man kann das stehen lassen und so als Komposition weiterentwickeln. Da gibt es auch noch von weiteren japanischen Frauen Literatur zu diesem Thema. Jeder, der hier arbeitet, hat seinen individuellen Stil. Man kann das auch vergleichen und man kann dann rausfiltern, was einem selbst am besten passt. Dann gibt es auch sehr witzige Zugänge zu dem Thema. Das nennt sich Pop-Bonsai. Das ist dann ein bisschen eine andere Welt. Die Teile kommen ganz anders daher. Es ist aber sehr witzig aufgemacht, das Buch. Grundsätzlich ist für mich Xamono spielen mit Pflanzen, Spaß haben an der Kreativität, etwas entstehen lassen und das dann über längere Zeit eben bei sich zu haben, zu begleiten, zu sehen, wie das immer besser wird. Auf Deutsch gibt es praktisch nur das Buch von Willy Benz. Das ist aber nicht ausschließlich auf Xamono ausgerichtet, sondern es geht um Bonsai, Xamono, Suiseki, um Präsentation. Da hat es sehr viele Informationen zu den drei Themen, aber auch zur Präsentation, vor allem auch zur ganzen Thematik Beisteller mit Bonsai zusammen. Das ist sicher ganz, ganz interessant. Die japanischen Bücher sind sicher, was Xamono anbelangt, auf einer anderen Ebene, was die Artistik anbelangt. Also die Beispiele sind auf einem anderen Niveau als hier, aber man findet hier ganz tolle, wertvolle Informationen, wenn man auch Bonsai macht. Zum Abschluss möchte ich natürlich nochmals zurückkommen auf das finale Ziel. Weshalb mache ich Xamono? Ich mache das, damit ich die Möglichkeit habe, wenn meine Pflanzen toll aussehen, dass ich sie für 2 Tage in den Innenbereich hole und ein Display, eine Präsentation hier machen kann und mich 2 Tage lang an meinen Pflanzen ganz hautnah erfreuen kann. Wir haben hier 4 Beispiele aufgebaut. Wir können ja bei uns nicht eine traditionelle japanische Präsentation durchziehen. Uns fehlt die Tokonoma, wo die Japaner sowas ausstellen würden. Wir können aber ein westliches Display aufbauen unter Verwendung von japanischen Elementen. Die Schalen stehen hier auch nicht nur
direkt auf dem Tisch oder hier auf diesem Glas, sondern haben einen Untersetzer hier aus Keramik. Hier die Mooskugel, die wir angefertigt haben, ebenfalls auf einem Keramikteil. Die zwei Sachen habe ich selber gemacht. Und die zwei Beispiele hier, das sind auch Untersetzer aus Keramik, die ich aus Japan mitgebracht habe. Das ist eine Möglichkeit, wie man das präsentiert. Ich werde nachher das noch ein bisschen austauschen und zeigen, dass man auch mit anderen Elementen hier noch spielen kann. Bei drei Elementen habe ich hier nochmals gewechselt. Für den Moosball habe ich hier dieses Element aus Glas genommen, das sicher aus unserer Kultur stammt und nichts mit der japanischen Kultur zu tun hat. Das ist aber absolut auch okay, dass wir ein westliches Display machen und völlig verzichten in diesem Fall auf ein japanisches Accessoire. Beim zweiten Beispiel habe ich die Keramikplatte ausgetauscht durch diese drei Holzteile. Da kann man auch damit spielen, was für einen Effekt kann man hier erzielen. Und eine dritte Möglichkeit, man kann auch kleine Tischchen verwenden, um seinen Xamono zu präsentieren. Wenn man Gräser hat, dann verwendet man am besten ganz feine Holzscheiben und präsentiert die Gräser dort drauf. Aber wie gesagt, man kann spielen damit, kann so seinen Innenraum verschönern. Man kann es im Wohnraum machen, in der Küche aufstellen, im Schlafzimmer aufstellen. Überall gibt es eine Möglichkeit, sofern ein bisschen Freiraum da ist und die Pflanzen zur Geltung kommen. Ich kann alle nur ermuntern, mit den Pflanzen zu spielen, auszuprobieren, die ganze Kreativität rauszulassen und Spaß zu haben im Umgang mit Pflanzen und mit dem Resultat als Xamono. Viel Spaß!